Hallo, willkommen zusammen mit Küche. Heute machen wir überbackene Hackbällchen nach dem Rezept von Duiko. Wir machen heute eine Kooperation mit Duiko von Cook Bakery. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. 500 Gramm Rinderhackfleisch, 1 Esslöffel Paniermehl, 1 Ei, Klasse M, eine mittlere große Zwiebel gerieben, dann habe ich weiße Pfeffer-Teelöffel, 1,5 Teelöffel Salz, Cayenne-Pfeffer-Teelöffel, Knoblauch, 1 C, schon auch gepresst, also fein gehackt oder so. Und dann Kreuzkümmel, 1,5 Teelöffel, nicht so viel. Für die Soße brauchen wir später, also für zum Überbacken kommen dann auch 200 Gramm geriebener Käse, das ist Gouda, haben wir genommen. Und für die Soße 100 ml Sahne, 100 ml Wasser, Esslöffel Tomatenmark, 30 Gramm Butter und Esslöffel Olivenöl kommt Hackbällchen rein. Wir fangen eins mit dem Hackbällchen an, okay? Möchtest du was sagen? Ich mache. Okay, alles klar. Kann ich weg, ich mal. So, jetzt tun wir erstmal die Sachen hier rein. Also nur die Salz und Pfeffer, Paniermehl, Zwiebel. Und der Knoblauch war da drin. Knoblauch, alles drin, ja genau. Und die Eier. Ei. Und Esslöffel Olivenöl. Du sagst, wenn okay, ich glaube. Jetzt. Okay, gut. So, jetzt muss ich alles mit Hand schön bearbeiten. Genau, und währenddessen kann ich ja sagen, ihr findet das Original-Videorezept von der lieben Duiko von Cook Bakery in der Infobox. Ne? Einfach nach unten gehen beim Video. Ihr könnt jetzt einfach runterscrollen, am PC zum Beispiel geht. Aber vielleicht nach dem Video. Ihr könnt erst unser Sandy. Ja, ja, nicht gleich. Ich hab sie natürlich nicht original, 100%. Ich habe wenig geändert. Das muss ich auch sagen. Okay. Ja, hast wieder den Ahmed speziell draus ja. Gut, ich glaube, das sieht gut aus. Es geht schnell. Also. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr einen Kühlschrank reintun, zudecken, mit Folie, in eine Stunde Kühlschrank reintun. Wir lassen sie jetzt so machen, okay, ohne Kühlschrank. Ich habe jetzt 28er Blech, habe ich schon Olivenöl drin, etwas, so ein Esslöffel. Jetzt mache ich eine, nehme ich kalter Wasser in Hand, mache ich so ein groß, ja, so wie, machen wir nicht so groß, so wie Walnuss. Ist das so, oder? Wann? Also. Na, die gehen noch klein, ja. Die werden noch klein nachher. Ah, okay, gut. Die bleiben nicht so. So, ich tue es jetzt im Blech. Ich mache jetzt alle fertig. Wenn fertig ist, sehen wir uns. Bis gleich. Die Hackbällchen sind fertig. Jetzt tun wir sie Ofen herein, 200 Grad, Ober- und Unterhitze, in mittlere Schiene, 15 Minuten. So, in 15 Minuten sehen wir uns. Bis dann. So, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. In die Zeit tue ich dann jetzt Soße vorbereiten. Tun wir erst die Wasser rein. Ist warm, muss es sein. Also im Topf. Sahne. Okay, jetzt die Butter und Tomatenmark. So, etwas Pfeffer. Und Salz. Was noch? Wenig Thymian. Wie viel ist das? Vielleicht Teelöffel. So, den muss man jetzt umrühren. Mache ich ein bisschen hoch. Dass er in die Seite muss er halt kochen. Dann sind wir dann gleich fertig. Fang schon an dich. Magst du? Komm schon. Rauch. Oder doch? Rauch. Noch was drin. Dann machen wir rein. So.
Ich glaube, das reicht schon. Jetzt soll ich das. So. Überpacken. Was war das? Frikadellen. Hackbällchen. Hackbällchen, ja genau. Ich hole jetzt raus, die Seite ist jetzt vorbei. Was? Langsam? Mein Auge, warte. Mehl, wahrscheinlich Staub. Ach, von der Handschuhe. Ich dachte, was ist los? So. So, jetzt tun wir erstmal das drauf und ausschalten. Wow, das sieht aber schon gut aus. Ein bisschen rum, liberal. Mhm. So. Hat alle was? Jawohl. Jetzt noch Käse. Darf nicht Fehler machen, darf passen. Siehst du noch was irgendwo? Ist gut, oder? Ja, kommt drauf an. Ich meine, ob irgendwo fehlt, jetzt ist fertig. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Da ist zu viel. So, jetzt tun wir nochmal Ofen rein, bis der Käse leichte Bräune hat. Dann können wir so raus haben. Mal sehen, wie lange es braucht, ungefähr. Also. Okay, ich gebe dann Zeit ungefähr nachher an. Bis gleich. Es hat 20 Minuten gebraucht, jetzt soll ich sie raus. Okay. Gut. Kurz machen. So. Jetzt ein bisschen Petersilie wenig. Nicht so viel. Das ist so groß. Haben wir noch? Ja. Okay. So, so kann man sie dann servieren. Ich habe dazu natürlich Reis gemacht. Mit Walnuss. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Hackbällchen. Bis nächste Mal Nachmittag. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.